So, Freunde, Xio hier zurück mit Final Fantasy 15. Im letzten Part haben wir die Niflheim-Basis eingenommen oder eher zerstört. Ich glaube, eher zerstört. Ich meine, Ramu hat einen Blitz reingehauen. Also, holy shit, wenn die Basis das überschritten hat. Und auf jeden Fall sind wir Ravus begegnet, der Bruder von Luna. Und er ist nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Und ich habe zwar gesagt, dass wir jetzt nach Lestalum zurückkehren und mit Iris reden und so weiter, aber ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir starten jetzt mal wieder mit dem Sidequesten, weil wir haben jetzt in den letzten Parts relativ viel Story-Progress gehabt und haben mir gedacht, ja, jetzt ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, einfach mal wieder Sachen abzuarbeiten. Und ich habe schon mal ein bisschen Offscreen-Jagdmissionen gemacht und entsprechend trainiert. Ich habe ordentlich Geld verdient und habe auch schon neue Waffen gekauft, also ich war jetzt schon mal in Lestalum. Also, nee, Ausrüstung. Ihr seht schon, hier die Runenklinge haben wir jetzt und die Hartschneide. Also, ein paar neue heftige Waffen. Ich habe auch noch hier als Schwert die Flammenzunge gekauft. Die ist zwar stärker als die Runenklinge, aber die Sache ist halt, bei der Flammenschneide ist es halt so, wir haben immer Feuerelement drauf. Das heißt, wenn wir einen Gegner haben, der Feuerresistenz hat, dann kommen wir mit dem Schwert nicht unbedingt weiter. Und da schneiden wir uns vielleicht ins eigene Fleisch, wenn wir nur dieses eine Schwert haben. Deswegen habe ich hier noch die Runenklinge gekauft. Jetzt hat der gute Gladio die Hartschneide, also eben nochmal, und den Kraftschild. Und der Dämmerbrecher ist auch noch ein bisschen stärker geworden. Bei Ignis, ja, die Assassinendolche, das war ja vorher schon so. Dann der Eisspeer hat er jetzt noch, das ist halt jetzt ein Elementarspeer. Elementar-Aura und Sammeln haben ein paar Level-Ups gehabt. Und bei Prompto, ich glaube, die Sternenüller hatte einen Level-Up und ich glaube, der Durchschuss auch noch einen. Und er hat jetzt noch die Mithril-Pistole und ich glaube, ich gebe ihn auch einfach mal die Wirbelsäge, einfach weil sie stärker ist. Ansonsten, glaube ich, hat sich an der Ausrüstung nichts weiter getan. Aber jetzt schaut mal auf den EP-Stand. Also ja, ich habe richtig ordentlich trainiert. Ich habe sehr, sehr viel EP-Magie benutzt. Ich habe bei den Fertigkeiten noch ein bisschen was verteilt. Das heißt ein bisschen was, ich weiß gar nicht mehr genau, was es alles war. Ich habe auf jeden Fall das hier noch gelernt. Die FP-Zauberei, also jedes Mal, wenn wir gezaubert haben, kam dann ein FP dazu. Das Wager hat sich gut angeboten, weil ich musste auch relativ viel rumreiten. Da haben wir sehr, sehr viele FP sammeln können. Und ja, ich glaube, das müsste eigentlich so ziemlich alles gewesen sein. Eine Sache, die ich auch mal machen möchte, ist diese Sattmacher. Also das, denke ich, könnte ganz praktisch sein, wenn sie ihre Nahrungsmitteleffekte ein bisschen länger halten. So, und jetzt sind wir auf jeden Fall hier in Golden Kai. Einfach, dass wir bei Dino mal die Mission abgeben können. Ich habe nämlich noch diesen verbleibenden Heliodur, Rohedelstein, keine Ahnung, was weiß ich, gefunden und den geben wir jetzt mal ab. Hey, fellas! Jeez, that went quicker than I expected. Bet those demons were no match for you, huh, Inspray? They put up a pretty good fight. Well, you're alive, so, as promised. That baby right there is unlike anything you've seen before. Drop by again sometime and let me know what you think. Aufgabe abgeschlossen und da gibt es gleich nochmal ein paar Erfahrungspunkte dazu, also naja 1000, das ist nicht schlecht. So, und das Heliodur Armband, welches gar nicht mehr so gut ist. Impeccable timing. I know what this means. So your majesty's a mind reader. Well, what am I thinking? You want more ore. Bingo. I think we got a real good thing going here. Und es geht gleich weiter. Auf diesen Stein können sie bauen. Wir müssen gleich wieder die nächsten Edelsteine finden. Na gut. Aber das ist jetzt eben nicht der einzige Grund, warum wir hier in Golden Kai sind. The guy's really taken a liking to you. Or at least your generosity. Shouldn't he show royalty a little more respect? You could try setting him a better example. Ob da der Prompto oder der Richtige dafür ist? Naja, ich weiß ja nicht. So, das ist nicht der einzige Grund, warum wir in Golden Kai sind. Ah ja, genau. Ich habe hier versehentlich eine Mission angenommen. Ich bin hier hingegangen, wollte eigentlich Jagdmissionen machen und habe dann irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich es hinbekommen habe, aber hier eine Mission angenommen. Moment mal. Okay, sie hält sie da und das sah gerade so aus, als würde die Pfanne in der Luft schweben. Moment. Das sieht irgendwie komisch aus. Wo ist denn die Aufgabe? Da genau. Ein Bärendienst. Ja, wir müssen ihr Bären besorgen, aber die gibt es in Tenebre. Und da können wir noch nicht hin. Also, die Gründe, warum ich hier bin. Oh, Metallsplitter. Einmal, ich möchte hier in im Hotel schlafen. Das ist zwar verdammt teuer, aber das verdoppelt die Erfahrung, die wir haben. Und dann kriegt Noctis halt einfach mal 76.000 EP. Kann man mal nehmen.
Und eine Sache, die ich zufällig in meinem Privatspielstand gefunden habe, passt mal auf, was passiert, wenn ich hier hingehe und mit dem Kerl hier spreche. Genau, Noctis, leg dich einfach mal hin. So, mach's dir bequem. Geht doch nichts über eine Massage. Noctis, I can relate. Also, ich bin auch nicht der Typ für Massagen. Also, ich habe einen Freund, der... Ich sag mal, der kennt sich da gut aus. Und... Macht sich manchmal Spaß daraus, einfach so von hinten, wenn man es nicht erwartet, zu kommen und dann einfach mal so richtig schön die Schultern reinzudrücken, und ich kann das überhaupt nicht ab. Also von daher, das verstehe ich sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen, und ja, das habe ich in meinem Privatspielstand eben zufällig gefunden. So, jetzt übernachten wir hier mal. Kostet zwar 5000 Gil, aber das ist es echt wert. I'm all sticky and gross. So, aber ich denke mal, den Erfahrungsboost bei so vielen Erfahrungspunkten, das nimmt man doch gerne. So, ja, 4 Tage lang waren sie jetzt unterwegs. Da dürfen sie sich auch mal ein ordentliches Hotel gönnen. Da, 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 da. So. Das gibt ein paar Level-Ups. So will man das sehen. Holy shit, oh mein Gott. Willst du noch eine? Level 37, ja. Sehr schön. Und Prompto hat noch einen neuen Filter bekommen, glaube ich. Schauen wir doch mal, was haben wir hier denn alles für Foods. Einmal hier aus der Basis, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. Oh, Ravus, das nehmen wir auch. Aber ein paar von den Kerlen, die ich da besiegen musste. Ja, aber das ist nicht so schön. Not bad. Ja, das nehmen wir. Ach ja, warum nicht? Genau. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir über 100 FP bekommen. Das hat man auch gerne. So, dann schauen, die verteilen wir auch gleich mal. Und falls ihr euch wundert, warum Noctis wieder eine andere Klamotten anhat, ich habe einfach mal keine Lust mehr auf die Königstracht gehabt. Ich hatte einfach mal wieder Lust auf andere Klamotten. So, also. Wow, 163 FP, also... Da können wir was machen. Jetzt schauen wir doch nochmal ganz kurz, was hat Prompto hier bekommen. Ich habe es zu schnell weggedruckt. Kann auch in gefährlichen Situationen fotografieren. Oh, sehr nice. Fertigkeiten. Was wollen sie denn haben? Was darf sein, Kollege? Die erste Hilfe wollte ich haben. Genau. Machen wir mal bei jedem Charakter. So. Und nochmal die eiserne Lunge oder stählerne Lunge. So, dann können wir auch ein bisschen länger sprinten. Das wollte ich eigentlich auch noch ganz gerne haben. Einfach, ich denke, alle Fähigkeiten, die uns durch irgendwelche trivialen Aktionen hier noch FP bringen, die sollten wir definitiv mitnehmen. Jetzt haben wir noch 19. Ja, genau, da können wir doch. Ja, genau. Erhöhen wir mal die Dauer der Nahrungsmitteleffekte. Und das sollten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Eine Fähigkeit, die ich in meinem Privatspielstand mit freigeschalten habe, war auch die hier, Schnappschuss, und dann auch die Fotoentwicklung. Damit können wir gezielt Prompto dazu anweisen, eben Fotos zu machen. Und dann mit dem bekommt er jedes Mal auch noch FP dazu, wenn wir eben ja, Fotos machen. Also theoretisch, wenn wir in einem Kampf den Schnappschuss benutzen, dann einmal Magie reinhauen und die Königswaffen einsetzen, bekommen wir pro Kampf auf jeden Fall zum Beispiel 3 FP, garantiert. Und das ist doch eigentlich nicht schlecht, ne? So, jetzt ist die Sache, womit machen wir weiter? Jetzt haben wir uns ordentlich gestärkt. Genau, schauen wir mal auf die Karte. Ich habe nämlich in meinem Privatspielstand eben auch noch... Das war irgendwie zufällig. Ich hab einen Dungeon gefunden, habe mir gedacht, ja, gehst du halt mal rein. Und hab dann da tatsächlich eine Königswaffe gefunden. Also ich habe mal in irgendeinem Part gesagt, ich frage mich, ob es auch optionale Königswaffen gibt. Und ja, die gibt es. Und zwar war das... nee, das sage ich noch nicht, wo das war. Aber ich habe noch, als ich noch ein bisschen rumgeritten bin, nämlich hier einen Dungeon gefunden. Und ich würde mal sagen, das machen wir mal als erstes. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es dort auch eine Königswaffe gibt. Also mache ich jetzt mal einen kurzen Schnitt und dann sind wir dann gleich beim Dungeon. Bis gleich. So, Nox. I've been taking pics of whatever catches my eye,
But what do you want to see? Get some more shots of Specs. Gotcha. I'll see what I can do. Genau, prompt, du willst bis zur nächsten Übernachtung hauptsächlich Ignis fotografieren. Ja, das hatte hier spontan die Frage gestellt, naja. Should be a nice change of pace. Warum denn nicht? So, und da wären wir jetzt auf jeden Fall. Mal kurz zur Orientierung auf der Karte. Ja, da unten ist Golden Kai. Wir sind durch diesen Tunnel hier gefahren und jetzt sind wir schon so gut wie da. Mal kurz die Markierung setzen. Ja, es sind noch knapp 200 Meter. Holen wir mal schnell einen Kokobo her. Der hat übrigens auch noch ein Level Up gehabt, oder? Ja, Level 7 ist er jetzt. Also, dadurch hat sich jetzt nochmal die Ausdauer und die Sprungkraft erhöht. Also nichts Weltbewegendes. Ich meine, Ausdauer nimmt man immer gern. Oh, ich hätte vielleicht noch was essen können. Vielleicht auf die Schnelle, weil da ist direkt ein Resilium. Weil wenn wir schon in den Dungeon gehen, dann würde ich mal sagen, möglichst gut vorbereitet. Das machen wir noch ganz schnell. So, einmal zelten. Ganz genau, kostet zwar jetzt wieder ein bisschen Zeit, aber ja, möchte ich doch dann auch ganz gerne mitnehmen, bevor wir hier in den Dungeon gehen. Ja, genau. Nehmen wir mal Cup-Nudeln. Oh, das sieht gut aus, das nehmen wir mal. Und wir nehmen mal nur das Gizarkraut, weil ja, wenn wir in den Dungeon gehen, dann werden wir wahrscheinlich keine Effekte von den Kokobos brauchen. So. Gut. Ach, verdammt, jetzt ist sofort dieser Foto-Effekt mit Ignis weg. Schade. Isn't this Kentiana? Oh, was? She was here, huh? She was? The photo. Verdammt, jetzt habe ich die schon weggedrückt. Mann! So was Gemeines. Feeling refreshed. Well, the tent lets you stretch out a bit more. Na, ich hätte mal genauer hinschauen sollen. Verdammt. Jetzt habe ich sogar den Dialog weggedrückt. Mein Gott, so schlimmer hätte es echt nicht laufen können. Naja, hier ist auf jeden Fall der Dungeon. Also ist dieser Turm hier. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Also, den kenne ich noch nicht. Der ist für mich auch noch komplett fremd. Der Küstenmarkturm. Nice riding with you. Gehen wir doch einfach mal rein und schauen, was uns hier drin erwartet. Und ich hoffe mal, dass wir hier auch wirklich eine Königswaffe finden. Weil nachdem ich eben jetzt einmal zufällig eine gefunden habe, ist jetzt da meine, sind meine Erwartungen hoch. Schauen wir doch mal, ob hier vielleicht irgendwo was rumliegt. Okay, hier. Geht's hier weiter nach unten? Nee. Das wirkt aber so, als könnte man hier weiter nach unten. Oh. Hier drin, das ist nur, das ist dieser, die Mitte von dem Turm. Down, down, down. Wonder how deep it goes. Something feels off. They don't appear to be your ordinary run-of-the-mill ruins. I was thinking more, there's no entrance. At least, not in plain sight. Well, it doesn't look inviting. So we should probably go in. Tja, aber wo genau geht's hier weiter? Das ist jetzt die Frage. Hier liegt noch was. Also hier geht's nicht irgendwo tiefer rein. Ja, ich kann hier auch nicht irgendwie drüber springen. Na gut, das wäre ja auch, das grenzt ja auch an Selbstmord. Hier, ich kann noch warpen. Okay. Dann ist das tatsächlich ein Dungeon, den wir noch nicht betreten können. Weil das, seht ihr das? Das sind dieselben Steine oder dieselben Formationen wie der da vorne. Und das ist quasi so würfelförmig und ich nehme an, das muss man irgendwie aktivieren oder so. Und dann fahren die nacheinander runter. Also, kein Dungeon für uns. Dann würde ich sagen, fahren wir zu dem anderen Dungeon, wo ich weiß, dass da eine Königswaffe ist. Mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich wieder, aber nach wie vor on the road. Also wir sind jetzt gerade hier, wo wir die dritte Königswaffe geholt haben, an dem Wasserfall. Und wir fahren jetzt nach Alt-Lestalum erstmal. Oh.
Prompto hat was zu sagen. Ja, Prompto. I should really get a shot of that spot before it's too late. Von was denn? Fotografieren wir jetzt einfach mal, ja gut. Yeah, go for it. Woohoo! Ah, Fotoshooting am Wasserfall. Wir drehen natürlich um. Ach, na gut. Na gut, dann kann man wenigstens nicht sagen, dass es überhaupt keinen Progress in diesem Part gab. Also, ja, es ist echt wenig jetzt passiert, das gebe ich zu. Aber naja, was will man machen? Ach, müssen wir jetzt auch noch da runter gehen und wieder an der Schlange vorbei? Super. Großartig. Naja. Ich werde auch offscreen nochmal ganz kurz bei Gelegenheit zurück nach Hammerhead gehen. Weil ich habe in Lestalum, habe ich zum einen ganz nebenbei noch ein Magieflakon gefunden. Das lag in irgendeiner Gasse einfach rum. Und ich habe außerdem die Glasfähre gefunden, also ein Objekt, mit dem wir unsere Motorklinge verbessern können. Und eine Sache, die mich ein bisschen verrückt macht, ist, ich habe in meinem Privatspielstand ein Item gefunden, das wir brauchen, um die Dreinenlanze zu verbessern. Und das habe ich in diesem Spielstand nicht und ich weiß nicht, wo ich das gefunden habe. Weil das würde ich nämlich auch noch ganz gerne machen. Aber auf jeden Fall ist es ja auch so, wenn wir hier bei Sid jetzt die Waffen nochmal verbessern wollen, dann braucht ihr ein bisschen. Also ich würde halt einfach hingehen, das Zeug abgeben und mit dem Part dann wieder an irgendeiner anderen Stelle starten. Und dann wird Sid irgendwann anrufen und uns sagen, wenn das Ding fertig ist. Na, muss ich echt da unten an der Schlange vorbei? Na super. Na gut, okay. So. Natürlich müssen wir auch erstmal die Kerle hier erledigen, war ja zu erwarten. Und ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal den Einsatz von der Königswaffe hier gesehen habt. Und den unglaublich geilen Warp Strike. Ich liebe diesen Effekt. So, und einmal parieren. Nehmen wir mal die Hartschneide. Ich glaube, gegen die Kerle war das Großschwert auch relativ effektiv. Yep. Das ist mehr als nur effektiv. Das funktioniert hervorragend. Oh nein, sogar die Lanze ist noch besser. Und er hat sogar noch Eisschwäche. Das heißt, wenn Ignis hier mit der Lanze draufhaut, dann tut es richtig weh. So. Okay, sie schlagen nicht zu. Aber jetzt, zack. So. So. Und Claudio nochmal kurz. Oh, wir könnten jetzt Ramu beschwören, wenn wir wollten. Ich weiß nicht warum, aber brauchen wir nicht. Das verstehe ich noch nicht so ganz, wie das getriggert wird. Vielleicht ist das auch nur so eine... Irgendwie so eine prozentuale Geschichte. Aber na gut, machen wir mal schnell das Foto. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Jetzt bin ich gespannt. Ready or not? Na, ist es was geworden? Oh, ja, das ist doch schön. Das würde ich mir an die Wand hängen. Gut. Sehr schön, Prompto. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich ein Trinkspiel jetzt draus machen, wenn ich das sage. Aber in meinem Privatspielstand, oh mein Gott, ich sage das echt oft, das ist mir gerade in dem Part, hat Prompto ein Foto hier gemacht. Also ich, nicht jetzt hier an dem Wasserfall, sondern allgemein jetzt bei so einer Mission. Und Noctis hat sich halt einfach eiskalt direkt vor Gladio gestellt. Also es sah so aus, als hätte Noctis vier Arme. Aber man hat von Gladio wirklich nichts außer die Arme gesehen. Also es war so ein richtiger Dick-Move. Also es geht überhaupt nicht. Nee. So nicht, Freundchen. So, okay, haben wir jedenfalls das Fotoshooting gemacht. Aber jetzt würde ich, egal ob der Part dann dadurch ein bisschen Überlänge hat, ich möchte trotzdem noch wenigstens nach Altlestalum fahren. Einfach, dass hier, wie gesagt, ein bisschen Progress dabei ist. Also, das... Nee, geht so nicht. So, danke. Ich habe jetzt gedacht, er fährt geradeaus weiter. Na gut, dann machen wir eben jetzt noch auf der Straße ein bisschen Sightseeing, ne? Ja, viel mehr können wir jetzt gar nicht machen. Obwohl, wir können mal ganz kurz ins Geschäft schauen. Wir haben hier Goldnadeln. Ich habe übrigens auch noch ein bisschen an Objekten aufgestockt. Jungfernkuss. Nehmen wir mal noch 4 Stück mit.
Es war tatsächlich so, dass diese komische Schlange, die wir in der Höhle besiegt haben, als wir den Segen von Dramu erhalten haben, das Ding konnte Frosch wirken. Also das ist mir tatsächlich auch passiert. Das Ding hat mein Team hier in Frösche verwandelt. Das war sehr witzig anzusehen. So, hier gibt es noch ein bisschen Zutaten, aber nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. Pansets haben wir mehr als genug. Ja, von dem ganzen Angelzeug haben wir auch genügend, würde ich mal behaupten. Oh, es gibt ein paar neue Angelköder. Da nehmen wir mal welche mit. Das kann ja nicht schaden. So. Mal alles einpacken. So. Boah, es gibt ganz schön viele. Aber zum Glück sind die ja nicht so teuer. Ah, zwei gibt's noch. So, und ja. Gibt's hier noch was? Nee. Ich habe hier auch schon das Musikgerät gekauft. Das sorgt dafür, dass wir quasi das, was wir hier im Auto machen können, also einfach die Musik einschalten, das könnten wir auch eben jetzt im einfachen Feld tun. Aber das finde ich nicht ganz so cool. Ich meine, es gibt sowieso nicht so viel Umgebungsmusik, aber wenn dann mal welche kommt, dann möchte ich die doch ganz gerne hören. Und übrigens, bevor ihr fragt, wo denn dieser Dungeon ist, dort hinten, wo der Rauch aufsteigt, wo ich zeitlang dachte, das wäre der Meteorit, das ist eigentlich ein Vulkan. Und dort wollen wir dann als nächstes hin. Das ist unser Ziel. Aber wie gesagt, erstmal geht's jetzt nach Altlestalum und da sind wir auch schon fast da. Ich wette, da kriegen wir auch noch ein paar Ortsinfos. Bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Weil das ist ein Ort, wo ich auch noch nicht war. Also auch nicht in meinem Privatspielstand. Ein Shot bitte. So. Scheint aber auch nur ein kleinerer Ort zu sein. Allerdings. Gibt's hier ein Restaurant oder... Ah ja, da gibt's ein Crow's Nest. Genau. Was gibt's denn hier eigentlich alles so? Also scheint überschaubar zu sein. Hier gibt's noch einen Laden. Mal schauen. Da gibt's auch jetzt nicht unbedingt was, was wir noch nicht haben. Panzer. Oh mein Gott, es gibt die Cydia Final Fantasy Hits. Gib mir, gib mir. Das ist geil. Oh, die Cydia Final Fantasy. Ich liebe diese beiden Spiele. Ich finde die so hammer. So, und Gaumenfreude. Nehmen wir auch mit. Neues Rezept ist immer gut. That's it. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. I could taste test for you. Die Effekte sahen schon fett aus, aber ja. Die Cydia Final Fantasy. Unglaublich geile Spiele. Haben wir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die auch mal hier im PlayStation Store mit aufgenommen werden. Das wäre unglaublich cool. So. Ein paar Ortsinfos. Und das ist das Original Crow's Nest? Gibt es hier auch ein anderes Zeug zu essen? Okay, Refugien, Parkplätze, Ortschaften und vielleicht noch Sammelstellen? Dungeons vielleicht? Nein? Nicht? Okay. Oh, hier gibt es was anderes. Kenny's Luck Spezial, wow. Das ist ordentlich. Look at this bloodthirsty lot. So, was haben wir hier? Die sehen heftig aus. Die sehen wirklich heftig aus, das machen wir mal nicht. Kenny and I look forward to seeing you. Okay. Was ist da eigentlich für Musik? Ist da immer noch. Ist immer noch der Feldplayer an oder das Audioradio? Musik aus. Nee. Das ist sogar die Umgebungsmusik hier. Die ist ja sehr, sehr bedrohlich, okay. Na gut. Dann erstmal so viel dazu. Dann würde ich mal sagen, das war's mit Final Fantasy 15 für heute. Mit heute mal ein extra langen Part. Beim nächsten Mal wollen wir hier zu dieser Ortschaft fahren und von dort aus dann weiter in den nächsten Dungeon und dann eine Königswaffe zu holen. Bis dahin. Ciao.